Florenzi also auf der Seite zu finden, aber auch ein gelernter Offensiver, der wird sich dann wieder mal einbringen, der wird sich nach vorne einschalten. Und Keita, ein ganz besonderer Spieler, ein Leader-Typ. Da bekommt Pepe noch einen Schluck Wasser. Aber so ganz ernst wird das wohl hoffentlich nicht weitergehen, wie hier schon zu Beginn. Kleine Auseinandersetzung zwischen Keita und Pepe. Also meine Herren,